Jetzt schlägt mir das Herz zum ersten Mal, nachdem ich das jetzt alles gehört habe. Es ist nämlich so, wenn man sich so wie ich vorgenommen hat, Haushalte zu besuchen, das sind jetzt mittlerweile 25.000 Haushalte, die wir besucht haben, von Hohenweiler bis Hohenems. Und dann, wenn die Menschen, ja, ich weiß, das kennt die ÖVP nicht, wenn dann die Menschen, die in direkten Kontakt, wenn dann die Menschen, die in den direkten Kontakt an der Haustür dir dann das Herz öffnen und dir wirklich sagen, wie es ihnen geht, dann sieht die Situation ganz anders aus. Und jeder Vorwerber und jede Vorwerberin ist gut getan, hinter diese Dreispülerwerbung zu blicken und zu sehen, was es wirklich heißt. Und ich glaube, die Menschen wissen sehr gut, ob es ihnen besser geht oder ob es ihnen schlechter geht nach 6 Jahren mit Problemen. Jetzt beginne ich bei der Armut. Wir sind das siebtreichste Land in Österreich. Das siebtreichste Land der Welt, danke. Die Armut hat sich dermaßen verschlechtert, dass jede achte Österreicherin, jeder achte Österreicher von Armut gefährdet ist. Und jetzt kommt der springende Punkt, jedes sechste Kind in Österreich. Das zum Thema Armut und das hat sich sehr wohl verschoben. Zum Thema Pensionen. Jeder Pensionist, jede Pensionistin, die hier sitzt oder uns hier zuhört, und das ist genau der springende Punkt, fühlt sich von der Politik verraten und verlassen. Und jetzt sage ich Ihnen, warum das so ist. Wenn man mit den Menschen redet, dann sagen sie, kommt es mir ja auch nicht mehr mit der Werbung, Geld geht zur Ausbewerbung noch von Löchern, was habe ich bekommen? Ich sage es nochmal, dieses Beispiel. Ich habe am Samstag am Marktplatz einen Pensionisten getroffen, der gesagt hat, ich gehe nicht mehr wählen. Dann habe ich gefragt, warum nicht? Dann hat er gesagt, ich habe gestern vom Bundeskanzler Schüssel ein Schreiben bekommen. In diesem Schreiben behauptet er, er hätte dafür gesorgt, dass dieser Pensionist 100 Euro mehr bekommen hätte. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, was, wie viel mehr kriegt er an Euro? Und das ist der Hohn dieser ÖVP-Regierung, der dazu führt, dass die Menschen in Österreich ärmer werden und die Reichen reicher werden. Sie, Frau Franz, was mir so gefällt, ist, wenn Sie sagen, wir sollten machen. Jetzt frage ich Sie, warum haben Sie nicht gemacht? Tatsache ist, dass in den letzten Jahren der Euro ein Euro geworden ist. Das heißt, heute sind 100 Euro nicht mehr wert als vor 5 Jahren 1.000 Schilling. Das heißt, der Euro hat eine Geldabwertung durchgemacht, ich sage und schreibe fast 40% geprägt. Wenn man sich die Inflationsabgeltung in den letzten Jahren anschaut, dann sind das gerade mal 10%, die hier an Inflationsabgeltung ausgeschüttet wurden. Das heißt, wir haben einen realen Wertverlust von 30% in den letzten Jahren hinzunehmen. Und wissen Sie, ein Mindestrentner mit 690 Euro, der einen harten Winter vor sich hat, mit einem Heizkostenzuschuss, der vom Land Vorarlberg um lächerliche 30 Euro erhöht wurde, ist einfach ein Wahnsinn. Jetzt sage ich Ihnen noch was. Wir müssen die Mindestpensionen anheben. Wir müssen in Zukunft bei Rentenerhöhungen nicht prozentuell vorgehen, weil wenn wir wieder prozentuell vorgehen, dann geht der Kleine ja wieder nicht, sondern der Große wieder viel. Das muss in einem solchen Betrag enden und es ist die medizinische Versorgung sicherzustellen, die Grundversorgung, das ist das Pflegesystem in Österreich, als Grundversorgung grundsätzlich sicherzustellen. Und wenn Sie mich jetzt noch fragen, wie man das finanziert, dann sage ich es Ihnen. Der Karl-Heinz Kass hat die größte Steuerreform der Zweiten Republik angekündigt im Jahr 2005. Wollte dafür 2,5 Milliarden Euro auswerfen. In Wirklichkeit hat er im letzten Jahr 1 Milliarde Euro mehr eingenommen. Und zusätzlich hat unser Kanzler Schüssel mit der EU so gut verhandelt, dass wir jetzt fast doppelt so viel Beiträge als Nettozahler in die EU zahlen als vorher. Und wenn wir dafür Geld haben, meine Freunde, dann muss es auch möglich sein, dass man die Grundpensionen anhebt, dass man die Pensionisten ein ordentliches Dasein ermöglicht und der Heizkostenzuschuss in einer Art und Weise und Höhe gewährleistet wird, dass jeder davon auch heizen kann.